Wie wir ausschauen. 5 Kilo? Wahrscheinlich mehr. Acht mindestens. Wenn wir so weiterfressen, kriegen wir nur eine Postleitzahl. Dabei war für uns extrem attraktive Menschen die Maskenpflicht anfangs eine enorme Benachteiligung. Und jetzt? Mir passt keine Hosen mehr. Seit der Paketzusteller die einzige Verbindung zur Außenwelt ist. Wie wär's mit Ingwergemüse? Fisch, Paprika, irgendwas fürs Immunsystem? Ein Kaiserschmarrn. Ja, auf keinen Fall ein süßes Mittagessen. Das geht komplett am Thema vorbei, sagst du immer. Warum keinen Apfelstrudel? Nach der Lehre des Kontrasts macht Aufregung Sinn. Nein, 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 ich nehme dich ernst. Du bist kein Gespenst, auch wenn du in einem Leintuch lebst. Hast du ein Morgengesicht? Schlaf grinnt in den Augen. Traumsand. Hört sich schön an. Was hast du heute vor? Wie immer? Aus dem Fenster schauen den ganzen Tag. Seit die Pendlerpauschale im Homeoffice vergütet wird, kriegen wir Kilometergeld und können die Hauspatschen in Rechnung stellen. Aber was, wenn man auf dem Weg vom Bett zum Computer mit einem Blumenstock kollidiert? Nur ein paar Vögel zwitschern. Schön. Was? Gestern hast du Wildschweine gesehen. Mitten in der Stadt. Die Luft ist besser jetzt. Und dabei verdanken wir das alles Corona. Corona, schon der Name ist genial. Ich meine, stell dir vor, das Ganze würde wie irgendein Nahrungsergänzungsmittel heißen. Das hätte nie funktioniert, aber Corona, das ist majestätisch. Corona, 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 Corona Patrona. Corona Patrona, Corona Patrona, Corona. Glaubst, lebt noch wer? Manchmal träume ich, außer dem Paketzusteller sind alle tot. Vielleicht sind diese Pressekonferenzen ja Aufzeichnungen. Die ganzen Politiker, Statistiker, Virologen sind alle schon längst nicht mehr am Leben. Nur wir, der Paketzusteller und ein paar andere, mit denen man ein gigantisches soziologisches Experiment durchführt. Ist heute Montag oder Donnerstag? Egal. Was wir brauchen, ist Struktur. Wir könnten
Heimtraining machen. Oder lesen. Ja, stimmt. Mann ohne Eigenschaften ist auch beim dritten Mal langweilig. Oder Heimkino. Gut, dass die in den Filmen keinen Abstand halten, ist natürlich skandalös. Da kommen sich manche, ja, beim Sprechen. In der Kamikaze-artiger Gleichgültigkeit. Bis auf 20 Zentimeter nahe. Berühren sich, geben sich die Hände, umarmen sich, küssen sich. Das ist widerlich! Sind lauter Selbstmörder. Gut, dass solche Filme jetzt verboten sind. Trotzdem, mir ist nicht langweilig. Nee. Hast du gewusst, dass in einer Zündholzschachtel zwischen 67 und 81 Hölzchen sind? Jetzt komm vom Fenster weg. Siehst eh niemand. Was? Na, bitte kein Klopapierwitz. Na, da kriege ich Ohrenkrebs. Ja, wir haben einmal darüber gelacht, aber das ist lange her. Klopapier, Händewaschen, Hamster, Monate, Jahre ist es her. Es war eine andere Zeit. Damals haben wir den Zusammenhang zwischen Ausgangssperre und Alkoholkonsum getestet. Weißt du noch? Vernichtendes Ergebnis. Und wir haben ernsthaft gedacht, wir dürften noch einmal hinaus. Wenigstens stehen jetzt keine Leute mehr auf Balkonen und singen. Wie ich ausschaue? Schau mir an. Kennst du das Gesicht? 12 Kilo, mindestens. Geschätzt wahrscheinlich mehr. Hast du das von den Volksfeinden gelesen? Da haben sich welche diese subversiven Elemente in stillgelegten Fabriken getroffen und haben sich, und jetzt kommt's, die haben sich berührt. Ist widerlich. Das heißt, die haben gemeinsam gekocht und gegessen und sogar dasselbe Klo benutzt. Ohne Schutzanzug. Einen Tag der Umarmung sollen die gefeiert haben. Aber Wahnsinn, oder? Die wurden alle eliminiert. Diese proletoiden Hirnschlemmer. Ist dann auf so eine mafiöse Vereinigung? Haben sie hochgehen lassen, ne? Die darauf spezialisiert war, Vorerkrankungen von E-Cards zu löschen. Das sind die Allerschlimmsten, das sind Verbrecher, sind das Verbrecher! Ja. Gut, es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen hart, aber für die Gesellschaft ist es gut, wenn diese Alten und Kranken weg sind. Jetzt komm vom Fenster weg. Siehst eh niemand. Ja, du hast einmal einen Mann ohne Mundschutz gesehen. Ja, und hast ihn angezeigt, wie es deine Staatsbürgerpflicht ist. Hast da eine Prämie dafür bekommen. Und den Orden. Pandemiebekämpfer erster Klasse. Aber das ist Monate, Jahre
ist es her. Schau, was ich gefunden habe. Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir einmal mit Geld gezahlt haben. Wer das alles angegriffen hat. Unglaublich, widerlich, ekelhaft. Bin froh, dass das mit der EU-Scheiße vorbei ist. Jetzt haben wir wieder Nationalstaaten. Ja. Jedes Volk hat das, was es sich gewählt hat. Recht so. Was ich zugenommen habe? Ja, seit es keinen Alkohol und keine Zigaretten mehr gibt, bleibt als Möglichkeit zur Selbstzerstörung nur das Essen. Ob man uns das auch verbieten wird? Es heißt, sie planen eine Volksdiät. Aber was kann schon passieren? Wir können höchstens von der Couch fallen. Ja? Schau mal an. 20 Kilo. Sicher. Weißt du noch, wann ich das letzte Mal draußen war? Mit dem Plüschhund auf Rädern habe ich der Ausgangssperre eins ausgewischt. Ne, was hätte schon passieren sollen mit Schutzanzug, Gummistiefeln, Einweghandschuh und Schutzmaske und diesem Abstand halten Schild? Aber noch 200 Meter die Katastrophen. Plötzlich steigt irgendjemand unvermittelt aus einem Auto aus. Italiener, Iraner, Tiroler, jedenfalls, es war ein Terrorist. Ich, Herzrasen, einen wahnsinnigen Blutdruck, Schweißausbruch, grauenhaft. Und dann kommt auch noch dieses kleine Mädchen. Ich trau vollkommen durch, ich bin kurz vorm Explodieren. Sie, lieb, sagt, hallo. Ich sag, hörst, geh weg, du Virenschleuder. Wo sind deine Eltern? Die können doch diese biologische Waffen nicht irgendwie einfach so frei herumrennen lassen. Ich mein, geh weg, hallo, das ist ein Abstand halten, hörst. Und dann ist mir tatsächlich diese minderjährige Selbstmordattentäterin ist mir bis auf einen Meter nahe gekommen. Das kannst du nicht lesen, Abstand halten. Abstand halten! Gut. Dass du geschossen hast. Nach dem Vollbad im Desinfektionsmittel ging's wieder. Was war das? Hast du geschossen? Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Nur weil sich einer an den Schutzanzug greift und ihn vielleicht einen Spalt öffnen könnte. Alles Konjunktiv. Ja, ich weiß, das ist ein gemeingefährliches Verbrechen. Aber gleich erschießen. Ich weiß, es geht nicht anders. Jetzt wischt ihr das Schweißbärtchen von der Oberlippe. Du hast recht. Wir sind gesund und wir müssen uns schützen. Es geht nicht anders. Das ist alles, was wir jetzt tun müssen.